Shalom. Jüdisches Leben heute. Mit Micha Guttmann willkommen am Freitagnachmittag, am Vorabend des Schabbat. Für die Kölner jüdische Gemeinde war es eine Premiere. Zum ersten Mal nach der Shoah fand in ihrer Synagoge eine Rabbinerordination statt. Mit der sogenannten Smicha wird die Lehrbefähigung eines Rabbiners anerkannt. Dass solche Ordinationen überhaupt wieder in Deutschland stattfinden, ist dem sprunghaften Wachstum der jüdischen Gemeinschaft in den 90er Jahren zu verdanken. Verwaiste Gemeinden erwachten zu neuem Leben und benötigen einen Gemeinderabbiner. Und sie können inzwischen auch wählen zwischen orthodoxen und liberalen Rabbinern. Constanze Baumgart war bei der Rabbinerordination in Köln dabei. Sie haben ihre Wurzeln in Weißrussland und der Ukraine, in den USA und Israel. Die vier jungen Rabbiner, die jetzt in der Kölner Synagoge ordiniert wurden, kamen als Kinder oder junge Erwachsene nach Deutschland. Doch Rabbiner David Fabian, einer von ihnen, sagt: Wir sind von hier. Ich fand einfach, dass wir alle hierher gekommen sind, nicht aus Zufall, sondern um hier zu leben und um zu versuchen, hier das jüdische Leben in der Bundesrepublik zu prägen. Und wir haben das Gefühl in Deutschland, ich glaube, da spreche ich für alle von meinen Kollegen, wir haben das Gefühl, hier zu Hause zu sein. Wir haben das Gefühl, dass Deutschland uns ein Zuhause macht. Nach dem Holocaust gab es über mehrere Jahrzehnte keine Möglichkeit zum Rabbinatsstudium in Deutschland. Die Nachfrage war zu gering. Die wenigen Rabbiner, die die kleinen jüdischen Gemeinden benötigten, hatten ihre Ausbildung in den meisten Fällen in Israel oder in den USA erhalten. Nach 1990 änderte sich die Situation schlagartig. Der Zuzug russischsprachiger Juden aus der ehemaligen Sowjetunion bescherte den Gemeinden hierzulande ein rasantes Wachstum und einen akuten Rabbinermangel. 1999 öffnete mit dem Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam das erste Ausbildungsseminar für Rabbiner und Kantoren in Kontinentaleuropa nach der Shoah. Das Institut knüpft an die große liberale Tradition des deutschen Judentums an. Die vier jungen Rabbiner haben ihr Studium jedoch am 2009 offiziell eröffneten Rabbinerseminar in Berlin absolviert. Im Unterschied zum Abraham-Geiger-Kolleg werden hier orthodoxe Rabbiner ausgebildet. Das Seminar steht in der Nachfolge des 1873 gegründeten Hildesheimerschen Rabbinerseminars zu Berlin. Bis zur Schließung durch die Nationalsozialisten eine der führenden Ausbildungsstätten für orthodoxe Rabbiner. Der Kölner Gemeinderabbiner Jaron Engelmeier ist selbst Mitglied des Lehrkörpers des Rabbinerseminars. Das ist eine Talmud-Hochschule im klassischen Sinne, wie andere Talmud-Hochschulen, Yeshivas, Yeshivot überall auf der Welt. In einer Yeshiva wird Talmud studiert, gelernt, Torah, Halacha, Bibelgesetz und Religionsgesetze, die philosophische Ausrichtung dazu und in einem breiten Spektrum, aber in einer ganz besonderen Atmosphäre. Man kann diese Atmosphäre als inspirierend, als heilig bezeichnen. Es ist also eine Institution, die nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch einen gewissen Lebensweg aufzeigen möchte. Eine Rabbinerausbildung ist vor allem eine Ausbildung zum Schriftgelehrten. Er ist Experte für die Halacha, das jüdische Recht. Heutzutage arbeiten die meisten Rabbiner in einer Gemeinde. Auch dies schlägt sich in dem modernen Rabbinatsstudium nieder. Noch einmal Rabbiner Fabian. Der Hauptaspekt besteht eigentlich in tiefgehenden Studien von Originalschriften, die dann letztendlich zur Ableitung des jüdischen Gesetzes führen. Das heißt, man hat uns beigebracht, diese Texte zu lesen, zu verstehen, kritisch analysieren zu können und dann auch letztendlich bei der praktischen Anwendung herauszukommen. Darüber hinaus lernen wir natürlich auch das, was wahrscheinlich viele andere Geistliche auch lernen, Rhetorik, ein Teil Sozialarbeit, Seelsorge, all das, was eben dazugehört für einen Menschen, der sozusagen auch ein Repräsentant sein muss für seine Gemeinde. Am Ende des Studiums steht die Smicha, die Ordination. Sie ist die Autorisierung und Anerkennung eines Rabbiners. Jaron Engelmeier. Das ist eine alte Tradition, die geht zurück bis auf unseren großen Lehrer und Propheten Moses, der uns die Tora überbracht hat und der schon seinen Schüler Josua autorisiert hat, ihm die Smicha gegeben hat sozusagen. Heutzutage erhalten die Ordinierten ein Zertifikat. Für den hebräischen Text dieser Urkunde gibt es keine vorgeschriebene Form. Stets enthalten ist jedoch der Satz: Er wird entsprechend der Tora richten.
Mit diesem Zertifikat wurden auch in Köln die 4 Rabbiner in ihren neuen Berufsalltag entlassen. 2 von ihnen sind für Bildungseinrichtungen in Berlin und Frankfurt tätig. Ein weiterer arbeitet seit kurzem als Rabbiner der jüdischen Gemeinde Potsdam und einer schließlich beginnt als Assistenzrabbiner in Köln. Für die Kölner jüdische Gemeinde und ihren Vorstand war die erste Rabbinerordination nach der Shoah ein besonderer Tag. Vorstandsmitglied Abraham Lehrer sagt, dass jüdisches Leben in Deutschland sich wieder entwickelt und sich die Lücken langsam schließen. Und absehbar ist, dass die jüdische Gemeinschaft nicht mehr auf ausländische Fachkräfte angewiesen sein wird. Das ist natürlich ein gutes Gefühl. Und ich sag mal, also über die kleinen und feinen Schrittchen, die man mit beeinflusst hat, gibt es einem schon Befriedigung, dass so etwas hier in Köln auch stattfindet oder dass das für die jüdische Gemeinschaft in Deutschland sich so entwickelt, dass man überhaupt nicht sagen kann, also jüdisches Leben in Deutschland hat eine Zukunft. Von der Rabbinerordination in Köln berichtete Konstanze Baumgart. Und das war's für heute. Am Mikrofon war Michael Guttmann. Guten Tag und Shalom.